Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video in Trains the World 2020 auf der Great Western Express Route. Wir machen weiter mit den Szenarien. Wie war das nochmal? Ja, wir machen weiter. Beziehungsweise, ja, wir machen weiter. Wir hatten ja, ich glaube, bei Aggregatindustrien haben wir aufgehört, mehr oder weniger bei der normalen Version. Und jetzt geht's entlang der Strecke, immer mit dem Class 166 GWG, mit Zugsicherheit und so weiter. Und wir fahren den ersten von drei Zügen. Ich denke mal gucken, vielleicht nehmen wir jetzt alle Sachen schon auf. Werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall eine Züge nehmen und dann an den Bahnhöfen alle halten und so weiter. Entlang der Strecke. Wir werden wahrscheinlich den kürzesten nehmen. Sind das jetzt diese Bummelzüge oder nicht? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, das ist ein Bummelzug, kein Highspeed. Willkommen in London Paddington. Es stehen drei Züge bereit, die Sie übernehmen können. Sie haben jeweils zunehmend längere Strecken zurückzulegen. Für welchen Zug entscheiden Sie sich? Jeweils zunehmend, okay. 60 Minuten, 17 Minuten Zug nach Hives, Bahnsteig 14. Okay, wir machen heute Bahnsteig 14. Beim nächsten Mal auf der Great Western Express Route nehmen wir dann Bahnsteig 8 und danach Bahnsteig 10. Bahnsteig 14 heißt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade irgendwas am Sagen war. Ich glaube, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, ich wollte was sagen. Ich glaube, das war's. Also wie gesagt, wir fangen mit dem kürzesten Zug an und dann steigern wir uns zum längsten. Ich denke mal, ich werde heute... Hä? Hallo? Scheiße. Warum war das jetzt? Der fährt wann los? Ne, um 42 fuhr der hier los. Das auch nicht, sondern ein anderer. Ich glaube, der fuhr noch ein bisschen später hier los. Oh Gott. So. Hallo. Darf ich mich da hinsetzen? Ich lasse die Tür auch offen. Dieser Regionalexpress fährt nach Slough und bedient nicht alle Stationen auf der Strecke. Bereiten Sie den Zug okay. Für die Abfahrt vor. Nicht Sie alle. Gleich losfahren müssen. Oh Gott, nicht. Ah, Gott. Der ist aus, das passt. Hauptschlüssel. Richtungswende. Oh Gott. Meine Güte, vorwärts. Und, ups, aber jetzt nochmal ausstehen, das macht mehr Sinn. Wenn wir hier oben rankommen. So, Zusicherung an und passt. Hervorragend, haben wir das auch schon eingestellt. Moment, auf Tag. So, dann müssen wir wahrscheinlich die Türen aufmachen. Drücken Sie den Knopf. Ah, hier. Ah, nee, never mind. Das war ja bei dem anderen Zug. Bei dem wusste ich es ja. Dann lassen wir sie mal einsteigen. Ja. Ich glaube, Abfahrt war am 48 oder sowas, um ihn reden. Das heißt, bei diesem Zug habe ich auch noch ein bisschen mehr Zeit zu quatschen. Beziehungsweise. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich wollte irgendwas sagen, hast auch wieder vergessen. Scheiße. Ja. Ja, ich denke mal, ich werde heute ein bisschen mehr aufnehmen, so ein bisschen im Voraus. Ich werde vielleicht nicht unbedingt alles nacheinander rauskommen und so weiter. Ich schätze mal, da werde ich zwischendurch nochmal andere Strecken fahren. Andere Szenarien, andere Routen. Der Abwechslung wegen, vielleicht auch mal wieder in Train Simulator reingucken. Ah, 46 ist los. Okay, da, Moment, ich sollte mir vielleicht für die Sache, wobei ich sehe das eigentlich nie hier, oder? Hier habe ich da habe ich das. Das kann ich hier wegmachen. Das vielleicht hier auf
diese Sticky Note schreiben. So. Das wäre so eine Sache. Ich habe nämlich irgendwie ein Thema gehabt, weswegen, worüber man vielleicht in der nächsten Aufnahme warten könnte, ach, quatschen könnte, von Sonntagsfahrer, wenn ich das mal wieder mit denen aufnehme. Da ist es gerade zeitlich, passt das gerade nicht so, dass man sich irgendwie zusammensetzen kann, von daher stockt das Projekt gerade etwas. Aber das ist halb so wild, also da wird auf jeden Fall wieder was kommen. So, 46. Da kann man schließen. Okay, wir sind abfahrbereit. Was? Ja. Jetzt dürfen wir auch Gott fahren. Das ist doch schon mal schön. Dann kann's ja losgehen. Ja. Auf 3 und los geht's. Wir dürfen noch, was ist das? 35, 40 Maispower. Oh, ich muss den Teebeutel wieder rauspacken. Ach, ist das schön hier. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das so machen, glaube ich, um den Dreh. Jetzt sind es 30 Miles per Hour, wenn ich es richtig gesehen habe. Obwohl, wo, ach, ich bin blöd. Jedes Mal falle ich wieder drauf rein, dass ich oben drauf achte. Wobei 30 halt wahrscheinlich doch schon Sinn macht, aber die Signale oben sind ja eher nicht die richtigen. Wobei, man, ich werde das einfach mal so ein bisschen als, boah, ich denke mal, man kann es schon so als empfohlene Geschwindigkeit klassifizieren. Okay, das Nachladen will gerade scheinbar nicht so, aber wollte hier in diesem Fall scheinbar nicht so. Weil es halt auch viel los hier, ne? Ich glaube, der Hauptbahnhof mehr oder weniger, beziehungsweise der Main-Bahnhof der Strecke. Gott. Ich muss immer dran denken, dass ich, wenn ich. Ich weiß gar nicht, wie es bei Train Simulator ist, aber bei TSW, da muss ich auf jeden Fall immer. Wait a second. Musste man das eigentlich hier noch mit. Nee, man musste ja nur. Hier Dingenskirchen. Das ist. DSD ist isoliert. Normal sollte das sein. Ich habe DSD vergessen. Okay. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Das war ein bisschen zu euphorischen Eisengang, aber besser zu früh als zu spät. Interessant. Warum haben wir denn das? Kann ich mich ja gar nicht erinnern. Was über. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Aber so, haben wir denn gar keine Zeit, wann wir da sein sollen? So, wenn ich das so auf.
Ah, ich glaube, wir fahren einfach nur schnurgerade nach Slow, kann das sein? Ah, jetzt, okay, never mind. Jetzt Ealing Broadway. 55 in 4 Meilen, okay. Ich glaube, wir dürfen jetzt ein bisschen schneller. Ist das das DSD? Ne, das ist die Weiche. Ja. Das ist schon interessant, die ganzen unterschiedlichen. Hoppla. Das war knapp. Die ganzen unterschiedlichen. Was unterschiedlichen? Also vom Prinzip her sind sie ja ähnlich, aber. Boah, ja. Das sind halt anders umgesetzt, die Sicherheitssysteme. Ich werde noch mal überlegen, ob ich, wobei es halt standardmäßig ist, weswegen ich halt doch schon gut finde, so zu lassen, so mit der Tastaturbelegung oder mit der, ja, mit der Tastenbelegung. Ich war kurz am Überlegen, aber spiele vielleicht immer noch mit dem Gedanken, dass ich wie heißt noch, dass ich DSD umlege, dass ich so gesehen die AWS, dass ich die auf Q lasse und die DSD switchen auf eine andere Taste, dass man das halt unabhängig hat. Weil so betätigen wir halt jetzt immer DSD und AWS. Okay, ich muss mich entscheiden. Entweder sage ich AWS und DSD oder ich sage DSD und AWS. Ich glaube, ja, ich vielleicht bin ich auch einfach nicht wach genug dafür. Oder gerade einfach nicht in der Lage dazu. Ob ich das als switche, so ist halt realistischer, weil hier müssten für AWS müssten hier drauf und fürs andere muss man das Pedal nutzen. Von daher, I don't know, werden wir sehen, wie ich mich dann entscheide oder für was ich mich dann entscheide. Bin ich blöd oder AWS der Typ? Das verwirrt mich jetzt gerade. Weil scheinbar, ich drücke ja gar nicht. Ich müsste ja eigentlich drücken, aber. Okay. Dann jetzt doch etwas verwirrend. Ist er, wie es ist. Rollen wir mal langsam ein. Ja, mal die Zeit. Was ist denn jetzt dieser? Das ist jetzt. Oh. Scheißhalteposition. Muss man das jetzt auch langsam anfangen, schon wieder ständig umzustellen? Das ist doch nervig. Weil die müssen nicht haben. Haltetafel reicht mir vollkommen. Oder bzw. Haltepunkt.
Warum denn ist denn? Was ist mit den Bildschirmfotos? Das habe ich immer noch nicht. Bisher noch nie gemacht und scheinbar auch noch nicht gerafft. Hä? Alte Tafel, aus. Für immer und ewig. Bitteschön. Bitte, bitte, bitte. Für immer und ewig. Mein Gott. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das. Was da für eine Tastenkombination. Na toll, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. By the way, das ist jetzt gerade. Scheinbar ist gerade das Spiel abgeschmiert. Er läuft. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich hier beim Bahnhof wieder. Teste ich jetzt mal die Pause-Funktion von OBS Studio, der neuen Variante. Ich probiere es einfach mal aus. So, Mensch, Pause-Funktion funktioniert. Also, heißt zumindest, dass die Aufnahme weiterläuft. Ja, wir sind jetzt wieder hier in Ealing Broadway und ich weiß gar nicht, ich glaube Punktezahl könnte ein kleines bisschen besser sein als gerade eben, ich weiß nicht, werde ich halt im Schnibbeln sehen, ich glaube ich habe einmal 15 Punkte bekommen und nicht 30. Ja, wir haben hier in Ealing Broadway na toll, ich wollte, also eigentlich saß hier jemand. Das ist jetzt aber schade. Also, da ist er ja wieder. So, dann kann ich es ja wieder sagen. Hier in Ealing Broadway ist uns eine nette Begleitung, ob es eine nette, bezaubernde Begleitung zugestiegen. Ach, ich muss auch noch warten. Die hatten mir beim Einsteigen erzählt, dass, dass sie uns lieber an den Knöpfen rumspielen lässt. Von daher müssen wir das wieder selber machen. So, Türen verriegeln. War das auch gar kein Problem, denn das machen wir ja gerne. So, und nächster Halt, Southall. Das kriegen wir doch hin, oder? Also, sowohl halten dort, Moment, was soll man da sein? 10:01, okay. Sowohl das Halten als auch das an den Knöpfen rumspielen. What the? Was? Was? Was passiert hier? Weg mit der. Was? Was? Och Gottes Willen. Och nö. Dankeschön. Meine Güte. Ich glaube, ich muss mal die Hilfestellung ausstellen, wobei die ab und an mal interessant sein könnte. Aber scheinbar jetzt nicht für diesen Fall. Meine Güte. Ach ja. Schöne Kirche hier links. Hier müssen wir noch. Ja. Ach ja, es hat doch was. Also wie gesagt, kann sein, dass ich ein paar mehr Pünktchen habe, aber ist halb so wild. Die anderen Pünktchen. Ist halt ein Ticken besser jetzt hier, aber egal. So ist es halt, wenn das Spiel abstürzt. Oh, hier ist gar keiner. Na gut, egal. Sicherheitshalber trotzdem mal gehupt. 80 dürfen wir. Wie gesagt, also. Ich weiß gar nicht, habe ich das. Ich glaube, hab ich das gesagt? Ich glaube schon. Also, wie gesagt, solche Train-Spotter, so an manchen Bahnhöfen, so an. Weiß ich nicht, zu einer bestimmten Uhrzeit oder so. Oder zur bestimmten Begebenheit. Was weiß ich. Keine Ahnung. Das ist, was weiß ich.
für jedes Jahr, für jede Jahreszeit irgendwie einen Trainspotter-Punkt gibt zu einer bestimmten Uhrzeit, was weiß ich, das im Herbst sagen wir mal, was weiß ich. So gegen 16:15 Uhr von 16 Uhr, boah, sagen wir mal von 15 Uhr bis 16:45 Uhr in Ealing Broadway an Gleis, weiß ich nicht, 1 oder 2, dass da halt ein Trainspotter steht, und wenn man diesen Trainspotter, was weiß ich, anhubt oder keine Ahnung, so was in der Richtung oder zu ihm geht, dass man dann halt irgendwie den so gesehen in Anführungszeichen entdeckt. Und dann halt, was weiß ich, keine Ahnung, Paintjob, was weiß ich, irgendwas freischaltet oder sowas, irgendwie irgendwas dafür bekommt. Aber gut, das ist auch nur so. Das sind auch nur Ideen. Fangen wir mal wieder langsam an zu bremsen. Damit wir nicht allzu abrupt, genau, das wollte ich sagen, nicht allzu abrupt in Southall anhalten. Ah, das passt doch. So ein bisschen mit den Bremsen spielen, und dann hätte man eigentlich auch sogar da an, wo man halten soll. Also vom Fahren her lässt sich der, oh Gott, Klaas, das war doch, oh, wir sind noch sehr pünktlich. Darum kriegen wir nur 499 Punkte, wir sind noch pünktlich. Die Class 166 GWG bei dem Pärchen sind, au, piep, piep, piep. Lässt sich eigentlich ziemlich gut fahren, finde ich. Also, vom Fahrverhalten ist es gar nicht mal so verkehrt. Also, ja, gar nicht mal so verkehrt. Weil auch die GW, die Class 166, oder? Oh Gott. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es das gewesen ist. Was auch immer die Dame da hinten macht. Bei dem Müllbeutel. Okay. Ist das der Paarungswalk oder was? Oh! Oh, okay. Ab durch den Zaun, sagt ihr. Warum auch nicht? Oh Gott. Wollte ich nicht. Ja, irgendwas voreilig. Sind die Türen zu? Ja, na ja, okay. Hab mir jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich es eigentlich wieder aufgemacht habe. Ja gut, dann nächster Halt. Oh, müssen wir schon gleich da sein. Nächster Halt. Hayes in Hardington. Ich dachte, das ist eine 17-Minuten-Strecke. Bin nicht ganz. Bin ich einfach nur blöd gefahren. Ich meine, blöd kann ich ja nicht gefahren, sondern ich bin ja eigentlich immer pünktlich gewesen. Wenn sie noch, also irgendwie zum Teil fehlt mir so dieses G-Punkt-Verhalten, dass man da irgendwie angenehm anfährt. Weil, keine Ahnung, also, aber wobei, aus solchen kleinen Bahnhöfen kann man, denke ich, schon auf höchster Stufe rausfahren. Ich glaube, das war jetzt eher so auf nennen wir es mal, Main-Bahnhof. In der Main-Station war es, glaube ich,
halt relevant, weil es auch ein Kopfbahnhof war und so weiter und das ist doch schon mehr Verkehr, was man einfach nicht so zügig da rausfährt. Von daher ist es eigentlich nicht mal, gar nicht mal so, gar nicht mal so verkehrt gewesen. Was das betrifft. Wir sind schon bei 26 Minuten. Und dazu zählt. Also, wir waren mal 17 Minuten. Ja, sowieso schon, als wir in Ealing Broadway gehalten haben. Also. Das ist ja schon. Ist ja schon fast verrückt. Also ist ja schon fast verrückt. Wobei wir sind losgefahren um 46. Wahrscheinlich gilt das ab dann. Boah, sind wir um 46 losgefahren? Ich glaube schon. Wir sind um 46 losgefahren. 17 Minuten. I don't know. Das müssten wir ja trotzdem schon durch sein eigentlich, aber egal. Genießen wir die Fahrt. Was haben wir im punktlichen Radius? Beziehungsweise Rahmen? So bekommen wir eigentlich nur 499 Punkte. Ich verstehe es nicht. Oder sind die Szenarien im Gegensatz zu dem Fahrplanmodus strenger? Dass man irgendwie. Wobei, waren wir nicht auch überpunktlich und haben nur 499 bekommen? Weil 500 ist ja eigentlich das Max. Wieso verlieren wir einen Punkt? Fürs Einsteigen lassen bekommen wir full. Da waren wir 24 Sekunden zu spät, da waren wir 20 Sekunden zu früh. Da waren wir 22 Sekunden zu früh. Nein, 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 nein. Nein. I don't know. Es ist mir dann jetzt einfach auch mal so ganz spontan egal. So, nächster Halt West Drayton. Ah, das kriegen wir doch hin. West Drayton um 10:09 Uhr. Es ist schon eine schöne Strecke, muss man schon sagen. Und ich weiß nicht, ich finde Bummelzug finde ich schon ein. Oh, doch schon nicer, würde ich schon fast sagen, als. Schnellzug. Also, Schnellzug geht halt. Ja, was halt schnell rum geht es ja noch nicht unbedingt. Ich meine, die Strecke ist ja auch 60 Minuten lang, glaube ich, wenn ich im rechten Sinne, mit dem Schnellzug. Was ja 60 Minuten? Also, so, ne, 5, so 50, 55 Minuten lang. Von daher. Ich frage mich ja, wonach diese Zeitmessung gemessen wurde zu Beginn des Szenarios. Weil wir fahren ja garantiert nicht 17 Minuten nur. Sind wir ja schon locker drüber. Und da habe ich mal übersteuert. Also, sah zumindest so aus. Also, ich war nicht im roten Bereich, war das ganze Ding war rot.
Bei Straighten 10 Uhr 9, what the fuck, das schaffen wir doch niemals. Okay. Ich merke, wir verlieren ziemlich viel Zeit. Das heißt, wir bremsen jetzt ab 900 Yards. Mit voller Leistung oder sowas runter. Oder 800 Yards. Okay, das volle Leistung ist auf alle Fälle zu viel. Die Bremsen sind schon stark, muss man schon sagen. Die sind echt stark. Ich glaube, ich bremse auch einfach viel zu früh. Habe ich so das Gefühl, aber ich habe auch irgendwie keine Lust, so stark in Eisen zu gehen. Dass da, was weiß ich mir, dass die Gepäckstücke dann plötzlich drei Waggons weiter vorne sind. Haben wir überhaupt so viele Waggons? Ist auch schon voll der Müll, ne? Oh Gott. Ups, wir steigen einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob hier was ist, aber vielleicht, wenn hier was ist, vielleicht finden wir es ja. Ich glaube eher nicht. Mensch, sind ja schon viele ausgestiegen, ne? Also das wäre auch schon nice, wenn man irgendwie so, ja, so eine Meldung am Ende bekommt, wie viele Fahrgäste mutig eingestiegen sind, ausgestiegen sind. Das wäre schon nice. Was stand da? Krass, man, das ist die 6. Stunde, Alter. Okay, 106, 100. Oh, Türen verriegeln. Oh Gott, wir haben keine Zeit. Oh Gott, ah, Hilfe, Panik. An einem Urteil in Ivor in 2 Minuten. Eieieiei. Okay, ja, pünktlich schaffen wir es, glaube ich, nicht. Ich weiß noch gar nicht, ob man hier die Zeit so gut wieder rausholen kann, wie auf der Rapid Transit Route. Weil da kann man ja richtig gut Verspätung noch rausholen. Also wenn man die gut, wir fahren natürlich auch nicht die komplette Strecke. Soweit ich mich erinnere. Aber das kann natürlich jetzt. Aber nee, wir fahren auch nach South Hall, oder nicht? Nee, ach, South Hall, nach Slow, genau. Und das soll der Bummelzug sein. Kommt mir ja fast eher vor, wie das, als ob das hier der längere Zug ist. Meine, wie viele Punkte haben wir jetzt eigentlich gerade fürs Halten bekommen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. What the fuck? 500 und fürs Einsteigen lassen 472. What? Oh, das wollte ich nicht. Also mit die Punktevergabe finde ich ja schon ein wenig merkwürdig. Eine Minute zu spät, wir bekommen 500 Punkte. Ob wir es einsteigen lassen der Fahrgäste, bekommen wir nicht 500 Punkte. Also irgendwie verdrehte Welt. Was anderes kann man da glaube ich gar nicht so sagen. Okay, 13 nach. Ja, wir sind im 13er Bereich, werden wir dort halten.
Das ist doch ein schöner Stop gewesen. Oh mein Gott. Ich sollte mich dran gewöhnen, nicht während wir halten. Ne, die Späßchen zu machen. Mit Kamera drehen, das kommt nicht gut an, scheinbar. Bei 17 Minuten, das ist doch lachhaft. 17 Minuten nie im Leben. Vor allem, wir sind nur durch. Okay, wir haben nicht an jedem Bahnhof gehalten, das stimmt schon. Wir sind an drei mindestens vorbeigefahren. Wenn ich mir jetzt so gerade auf dem Stand erinnere. Nächster Halt, Lang Lai. In 2 Minuten. Puh. Sportlich, sportlich. Ich achte auch einfach erstmal gar nicht drauf, wie viele. Wobei, es werden nur 6 Bahnhöfe angezeigt. Wir haben 498 bekommen fürs Anhalten und 492 fürs Einsteigen lassen. Nicht perfekt, aber in Ordnung. Also gut. Wobei, wenn man bedenkt, es gibt 3 verschiedene Strecken, die höchste Punktzahl werden wir sowieso nicht mit diesem Zug, sondern mit dem über nächsten Zug erreichen, also mit dem längsten halt. Aber halt mehr anhalten, mehr einsteigen lassen. Von daher. Das ist einfach auch nur eine Punktezahl, die so ein bisschen wieder das Konto auffüllt. Level 10 werden wir auf jeden Fall. Das steht schon mal fest. Denn wir waren, glaube ich, ein paar Pünktchen vor Level 10. Also endlich zweistellig. Was so das Big Level betrifft. Okay, wir sind aber ziemlich pünktlich noch. Da halten wir doch sogar einfach mal mit voller Bremse. Türen freigeben. Du bist eine Genießerin, ne? Okay, ich weiß das mal als ja. Ganz deiner Meinung. Ein schöner Tag ist heute. Sonne scheint. Auf den Schienen nach Slow. Wow. Als ob sie wüsste, dass ich gerade ein richtig bad Joke machen wollte mit. Ups.
Oh Gott, mit Slow und Bummelzug. Erstmal schön weggeguckt. Clever, clever. So, nächste halt Slow, ja. Endstation. Ja, 10.22 Uhr sollen wir da sein. Sollten wir schaffen. Ist aber auch ruhig, ne? Die Dame. Das ist halt eine wahre Genießerin. Genießt die Ruhe. Die Landschaft, die vorbeifliegt. Ach ja. Wenn da nicht dieses Piepen wäre. Oh Gott. Da kommt aber alles auf einmal. Wenn es kommt, dann kommt doch alles auf einmal. Plus 60. Gilt diese 60 und darunter, war das so eine Vorankündigung von wegen, hier am besten 60, weil gleich auf dem, wenn es abbiegen wollen, dann geht es auf 40 runter oder wie oder wo oder was. So würde ich das jetzt zumindest gerade mal interpretieren, also als einfach aus dem Grund, weil danach etwas kam. Oh je. Okay, wir sind auch ziemlich pünktlich, das stimmt schon. Wir sind ziemlich pünktlich. Halten wir nicht sogar rechts da? Oh Gott. Ich glaube nämlich ja. Ja gut, das war jetzt ein bisschen zu flott. Ich habe ganz vergessen, dass wir hier rechts halten. Was wir in einem Endstück halten. Ah, da flattern die negativen Punkte wieder ein. Ja, dann halten wahrscheinlich mit. Oh Gott. Hoppla. Von der Leistung war ich nicht so. Nee, war ich nicht. Aus Hauptschlüssel verriegeln. Gute Arbeit auf dieser Fahrt. Es gibt weitere Aufgaben, für die Aua. Sie sich melden können, wenn Sie daran interessiert sind. Ja, ich gehe da mal raus. Ich weiß nicht, ob sie hier weiterfahren wollen. Ich mache hier mal die Tür auf. Hat mich sehr gefreut, sie kennengelernt gehabt zu haben. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Denk ja nicht dran. Okay, nur am Ende waren wir zu schnell. Okay, okay. Ah, oh, sieh mal eine an. Hier kann man so. Jetzt kann man hier runterscrollen, okay.
Das ist nice. Ich hoffe, das ist auch bei dem Fahrplanmodus so, weil das war ja bei den Folgen, die wir aufgenommen haben für Sonntagsfahrer, war das ja nicht so, dass man scrollen konnte. Haltegenauigkeit von 0,064 Yards, 2,19, 1,92, 1,47. Okay. Einmal was schlecht, denke ich mal. Okay, wir sind jetzt Level 10, Level 5 auf Great Western Express. Kurz vor den 100k Punkten. In der Class 166 GWG sind wir bei 15.942 Punkten, Level 4. Wir haben 42 Minuten benötigt. So viel zum Thema 17 Minuten. 18,5, gut, 18,5, 18,4 Meilen, so aufgerundet. Es sind 306, 308 Yards gelaufen, ich kann nicht mehr lesen. 10.816 Punkte haben wir bekommen und eine Silbermedaille. Das ist gar nicht so mal, also gar nicht mal so schlimm, gar nicht mal so verkehrt, wollte ich gerade sagen. Aber es ist gar nicht mal so schlimm, denn wir werden ja noch die anderen beiden längeren Fahrten fahren und dann werden wir, denke ich mal, also ich vermute mal, dass das alles punktebasierend ist. Von daher gehe ich mal davon aus, dass wir uns die Goldmedaille definitiv noch schnappen werden. Das ist eine Dreier-Schwierigkeit, okay. Aber das ist dann alles beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, sehen wir uns dann hoffentlich mal im nächsten Video wieder. Von Trains and Worlds 2020 oder einem anderen Video hier auf dem Kanal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.